Hallo aus Miami. Die Vorwahlen der zweiten DFSC World Championships sind soeben zu Ende gegangen. Und wir können jetzt schon sagen, mit einem hervorragenden Abschneiden des deutschen Teams. Aus meiner Sicht muss man sagen, wenn der Eindruck nicht täuscht, haben wir 2 bis 3 Weltmeister. Das wird man sehen, was heute Abend passiert. Auf jeden Fall kann man jetzt schon sagen, dass die deutschen Athleten hier fast dominant sind. Und das ist natürlich großartig. Zu meiner Linken Sabine Streubel, zu meiner Rechten Nicole Nürnberger und hinter mir Mario Hilbrunner. Wir fangen mal bei Sabine an. Sabine war ja 2008 Vize-Profi-Weltmeisterin bei der WNBF. Hat dann in 2009 zum großen Schlag ausgeholt und hat den Weltmeistertitel bei der WNBF für Deutschland geholt. Nun, nach 4 Jahren, hat sie ihr Comeback hier in Miami. Also, ich muss sagen, hervorragend, Sabine. Es waren 5 Athletinnen in deiner Klasse. Ich persönlich habe dich ganz klar auf Nummer 1. So weit wage ich mich jetzt schon mal vor. Was sind deine Eindrücke? Ich denke nicht so drüber nach, ob ich einen ersten, zweiten, dritten habe. Ich gebe mein Bestes und warte ab, welcher Platz dabei rauskommt. Wie fühlst du dich in dem Augenblick jetzt nach der Vorwahl? Ich bin nach der Vorwahl ein bisschen aufgeregter als vor der Vorwahl, weil es schon eine aufregende Sache, welchen Platz ich jetzt gemacht habe. Wie hast du den Wettkampf bis jetzt empfunden? Sehr schön. Schöner Ablauf, alles wunderbar geklappt, bei mir auf jeden Fall. Und ich konnte mich ausreichend vorbereiten. Also ich hatte viel Zeit, obwohl ich gleich nach den Masters dran war. Und ich habe es als anstrengend empfunden. Ja, du hast auch großartig gekämpft. Und ja. Also wir werden sehen, was heute Abend dann wirklich dabei rauskommt. Aber war schon mal nach 4 Jahren Comeback, so ein Comeback hinzulegen. Hochachtung. Danke. Zu meiner Rechten Nicole Nürnberger. Ja, was soll ich sagen? 2. Wettkampf. Der 1. Wettkampf war die Deutsche Meisterschaft in Werdau vor 2 Wochen. Ja. Ganz überzeugend deine Klasse gewonnen. Es waren 3 Athletinnen in deiner Klasse in Werdau. Das war schon ganz eindeutig. Der Juryentscheid hier sind jetzt 4 Athleten bei den Amateuren. Oder 4 Athletinnen. Auch hier habe ich dich auf der 1. Kann auch mal knapp werden. Aber wenn jetzt du die Konzentration hältst bis zum Finale und eine schöne Kür und alles gut passt, dann haben wir wirklich auch Chancen hier mit Nicole eine weitere Weltmeisterin aus Miami mit nach Hause zu bringen. Nicole, was sind deine Eindrücke? Ja, bei mir lief das mit dem Backstage ein bisschen hektisch nachher. Ich hatte dann überhaupt keine Zeit mehr für ein Warm-up. Ich bin also komplett kalt auf die Bühne gegangen. Nichtsdestotrotz hat es, glaube ich, ganz gut funktioniert. Und jetzt warten wir ab, was heute Nachmittag passiert. Auf jeden Fall. Also was eben auch ganz deutlich sichtbar war, dass die Teilung in dein Bein wirklich gut war. Viel besser als auf der Deutschen noch. Dann deine Linie ist natürlich super Symmetrie und insgesamt sahst du einfach, also für mich ganz klar am besten aus. Ich finde das ganz toll, wie du das gemacht hast. 2. Wettkampf, top. Möchtest du noch irgendwas sagen oder? Nee, ich muss jetzt einfach nur abwarten und das Ganze sacken lassen hier. Auch für dich auf jeden Fall für heute Abend toi toi toi, sieht auch sehr gut aus. Ja, und dann die Sensation, auch sage ich mal eine weitere Sensation, Mario Hilbrunner. Auch für Mario ist es erst der 2. Wettkampf überhaupt, nachdem er ja den Gesamtsieg bei der GNBF Deutschen Meisterschaft geholt hat in 2012. Warst du Gesamtsieger? Ja, und jetzt hier 2013 ist er nicht bei den Amateuren gestartet, sondern sagt, okay, komm, ich habe die Pro-Card. Ich gehe jetzt gleich in das Haifischbecken der Pros und stelle mich da den besten DFAC-Athleten international. Und was soll man sagen? Mario, du bist ja, wenn man dich so sieht, relativ schmal, unscheinbar. Aber was eben dann passiert auf der Bühne, ist eigentlich nicht in Worten zu beschreiben. Also er geht auseinander und das ist wie eine optische Täuschung, darf ich das mal so sagen. Es ist einfach, als wenn es eine Illusion ist, die du da hast. Und das haben wir gesehen, das sieht auch die Jury so. Du standst erst ziemlich weit außen und wurdest dann auch relativ schnell, hast du dich vorgearbeitet, Schritt für Schritt und wurdest immer weiter in die Mitte platziert, bis es dann nachher wirklich um die ersten 3 ging. Und das können wir schon mal mit Sicherheit sagen. Ein Platz unter den ersten Top 3 ist hiermit sicher.
Was natürlich auch großartig sind, sind deine Beine. Also ich habe noch bei keinem Bodybuilder solche Definitionen in den Beinen gesehen. Das ist natürlich immer als letzte Pose, Bauch, Beine oder als vorletzte Pose einer deiner großen Stärken. So, jetzt habe ich aber auch genug geredet. Mario, wie fühlst du dich? Ja, eigentlich geht es mir ganz gut. Bisschen ja, aufgeregt, schlapp, wie das immer so ist auf Meisterschaften, glaube ich. Das ist alles normal. Wie schätzt du selbst deine Chancen ein? Auch da lasse ich mich überraschen. Ich möchte nichts vorher wegnehmen oder auch nicht, man soll den Tag nicht vor dem Abend loben, also da lasse ich mich überraschen. Aber wenn du nochmal, ich lasse jetzt nicht locker, wenn du jetzt die Vergleiche beurteilst, also du wurdest ja doch schon häufig rausgerufen und dann können wir wohl doch mit Sicherheit sagen, dass die letzten drei, die ersten drei schon feststehen und da bist du ja einer von den ersten dreien, das können wir schon mit Sicherheit sagen. Es ist doch einfach großartig, es ist auch dein zweiter Wettkampf erst insgesamt. Ja, stimmt, aber ich hoffe auch, dass ich gut abschneide, aber was für einen Platz ich mache, das kann ich nicht sagen. Ich habe ja die anderen Leute auch nicht gesehen, ich habe mich auf mich konzentriert und das ging alles so schnell, wie letztes Jahr auch schon. Es geht alles immer sehr schnell vorbei. Ja, wunderbar. Ihr seid ja auch Trainingspartner, Sabine und Mario trainieren zusammen. Du hast mir erzählt, wie Mario zu dir gekommen ist und sagte, Mensch, kannst du mich trainieren oder erzähl noch ein bisschen kurz darüber. Ne, Mario, ja, ich bin ja schon lange heiß drauf, dass Mario Meisterschaft mitmacht oder Bodybuilding macht, weil ich gesehen habe, dass er eine sehr gute Veranlagung hat als, ne, als Mensch. Und dann habe ich ja, ihn ein bisschen genervt. Habe ihn in die Zeitung zugesteckt. Du meinst Natural Bodybuilding? Ja, genau. Und habe ihn ein bisschen genervt. Irgendwann habe ich dann gehört, er hat jetzt im Fitnessstudio irgendwo angefangen. Da sind meine Ohren dann schon größer geworden. Und eines Tages hat er an meine Haustür geklingelt und hat gesagt, Biene, kannst du mal gucken, ob ich schon gut genug bin für die Bühne? Und da ist mir wirklich die Klappe runtergefallen. Ne? Sah top aus, die Schultern waren ein bisschen wenig. Und naja, aber das haben wir ausgeglichen. Wir hatten ja noch Zeit. Im Januar ist er, glaube ich, zu mir gekommen. Und in diesem Jahr wollte er auch starten. Also in dem gleichen Jahr. Ja, und seit Januar 2012 trainieren wir zusammen. Ja, ich sag mal, das war hier eine kurze Zwischenmeldung von drei Top-GNBF-Athleten, Profi, Amateure. Wir freuen uns auf heute Abend. Haltet uns die Daumen. Bis dann.